Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine weitere Ausgabe der Hertha BSC News. Das heißt, ich werde euch mal wieder die neuesten Transferinformationen um Hertha BSC zusammenfassen. Darüber hinaus werden wir noch auf ein paar zusätzliche Sachen wie Verletzungen, Verträge und deutsche U20-Spieler eingehen. Und ich möchte erstmal sagen, bevor ich damit beginne, abonniert ganz gerne den Kanal, denn wie ihr hier seht, gibt es immer noch sehr viele Zuschauer, die zwar täglich meine Videos und Streams schauen, aber noch nicht abonniert haben. Das heißt, abonniert gerne den Kanal. Und sollte euch dieses Video gefallen, dann könnt ihr auch ganz gerne ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir labern gar nicht mehr so lange rum, sondern fangen direkt an mit dem Thema. Und zwar geht es direkt um eine neue Transferneuigkeit. Hertha BSC wird mit einem neuen Spieler in Verbindung gebracht. Und zwar berichtet die Bild, dass Hertha BSC heißt es auf Norwegen Shooting Scar Fredrik-André Bjørkan. Fredrik-André Bjørkan ist ein Norweger, der 23 Jahre alt ist und momentan beim FK Bodø/Glimt spielt. FK Bodø/Glimt spielt momentan in den Eliteserien der ersten norwegischen Liga und ist außerdem noch in der European Conference League vertreten. Vielleicht habt ihr mal davon gehört, denn der FK Bodø/Glimt macht sich in der Conference League richtig gut, hat zuletzt, glaube ich, einen richtig hohen Sieg unter anderem gegen den AS Rom eingefahren und macht sich dort momentan richtig, richtig gut. Und ja, Fredrik-André Bjørkan ist nicht nur ein Nationalmannschaftskollege von Erling Haaland und bedient ihm mit Flanken, sondern er ist Linksverteidiger und soll unsere linke Seite komplimentieren. Man muss es so sagen, Bjørkan wäre momentan der perfekte Hertha-Ersatz für Luka Netz. Darauf baut man zumindest. Unsere linke Seite ist ja momentan mit Marvin Plattenhardt und Maximilian Mittelstädt sehr unterbesetzt, denn wir mussten ja auch zuletzt im Spiel gegen Hoffenheim Peter Pekarik auf die linke Seite stellen und die hat natürlich dort schlecht performt. Und darüber hinaus haben wir einfach keinen Ersatz mehr hinter Mittelstädt und Plattenhardt. Dort bleibt uns noch Bjørkan übrig aus der zweiten Mannschaft, aber Luka Netz ist gewechselt. Und Luka Netz war eigentlich das Talent, worauf Hertha BSC gebaut hat. Und ja, dafür wäre Bjørkan der beste Ersatz. Denn, so wie Netz, besticht auch Bjørkan sich durch eine sehr starke Laufleistung. Das heißt, nicht nur starke Laufleistung, sondern natürlich auch enorme Offensivqualitäten. Das heißt, er marschiert die Linie rauf und runter, spult richtig viele Kilometer ab und hat darüber hinaus einen harten Schuss, den er bereits schon bei Bodø/Glimt unter Beweis gestellt hat. Und er schlägt sehr scharfe Flanken in die Mitte und ist darüber hinaus sogar noch selbst dribbelstark. Es heißt, er hat technische Qualitäten eigentlich wie ein Offensivspieler und ist defensiv zusätzlich noch stabil und könnte unsere linke Seite sehr gut komplementieren. Und er ist 23 Jahre alt, noch entwicklungsfähig und darüber hinaus muss man halt auch einfach sagen, mit seiner Größe von 1,80 Meter ist er zudem auch noch sehr, sehr temporeich. Er hat auch bereits schon sein Länderspieldebüt für Norwegen gegeben am 6.6.2021. Das heißt, erst am Anfang dieser Saison hat er sein Länderspieldebüt gegeben. Und jetzt kommt das Allerbeste. Dieser Spieler ist am 31.12. ablösefrei. Natürlich basiert das natürlich auf dem differenzierten Ligasystem, welches in Norwegen gespielt wird. Dort ist ja die Start- und Stoppzeiten der Liga, wer wann spielt, ein bisschen anders geregelt als in der Bundesliga. Deswegen wäre dieser Spieler ablösefrei. Und sollten wir es schaffen, den zu überzeugen, würde ich auf jeden Fall sagen, wir sollten diesen Transfer tun. Denn um die Unterbesetztheit auf der linken Seite zu beseitigen, wäre Bodø/Glimt, beziehungsweise wäre der Spieler von Bodø/Glimt, Fredrik-André Bjørkan, die perfekte Alternative. Er könnte links dort richtig, richtig gute Leistungen zeigen, denn er hat ja unter anderem auch schon in 25 Elite-Serien gespielt, das heißt der ersten norwegischen Liga, ein Tor erzielt und 6 Vorlagen erzielt und ist zudem absoluter Stammkraft der ganzen Mannschaft und spult die Meter ab, rauf und runter und spielt nahezu jedes Spiel vollständig, ist nicht verletzungsanfällig, er ist ein wahnsinnig entwicklungsfähiger Spieler, welcher vor allem in dieser Saison richtig hochgekommen ist. Man muss auch noch sagen, etwas sagt es auch noch, der ganzen Mannschaft von Bodø/Glimt ist sein Marktwert ein Zehntel davon und es zeigt auch nochmal, dass er ein absoluter Leistungsträger dieser Mannschaft ist und dort momentan alles gibt und das wäre meiner Meinung nach, den müssen wir eigentlich sofort holen, denn er könnte unsere komplette linke Seite komplimentieren und er ist zusätzlich natürlich auch noch heiß angesehen in Europa. Verschiedenste Vereine wollen ihn ja verpflichten, dementsprechend, weil er ablösefrei ist. Und wir sollten diesen Transfer relativ schnell fertig machen. Und bei uns hat er auch noch zusätzlich sehr viel Ausblick auf Spielzeit. Denn man muss es einfach mal so sagen, bei uns auf der linken Seite, Plattenhardt ist inkonstant und Mittelstädt spielt eigentlich mittlerweile schon auf dem Flügel. Das heißt, wir brauchen da unbedingt einen. Und bei uns hat er auch die Garantie auf Einsätze, wie Luka Netz sie gehabt hätte. Und darüber hinaus ist bei uns momentan das Umfeld sehr, sehr ruhig. Und deswegen, ja, wäre das eigentlich der perfekte Ort für den zweiten Schritt. So, was gibt es denn noch zu sagen? Momentan gibt es zu sagen, Marathon Dardai spielt für die U21-Nationalmannschaft und darüber hinaus kann man sagen, Benze Dardai, der Bruder, spielt für die U16 Deutschland und ja, man muss so sagen, relativ, also momentan haben wir sehr viele Nationalspieler und haben trotzdem noch zusätzlich
eine leider nicht so gute Nachricht, denn Wladimir Darida fällt leider aus für die nächsten paar Wochen. Eine Oberschenkelverletzung verhindert leider, dass er nicht am Derby teilnehmen kann. Dabei war Wladimir Darida eine der tragenden Säulen der letzten Tage und das ist natürlich nochmal sehr, sehr schade. Ja, ich würde sagen, aber das war es dann mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann demnächst wieder zu einem neuen Video, wenn es dann wieder etwas Neues zu berichten gibt. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss.